Ja, schön, ne? Hallo Borkheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutze. Ja, ihr habt gesehen, die Weihnachtspyramide aus Borkwalde von Stefan vom Walde, der hat die selbst gebaut und die steht wie jedes Jahr bei ihm im Vorgarten wieder rum. Kann man sich gerne mal anschauen in Borkwalde. Ja, was soll ich sagen, der erste Advent ist vorbei, es sind nur noch 22 Tage bis Weihnachten, es ist wieder Zeit für Glühwein und heißer Zitrone und Tee oder so, aber am Freitag ist erstmal der Nikolaus dran, deswegen schon mal die größten Stiefel rausgeholt, ordentlich geputzt, damit da ordentlich was reinpasst, wenn man sich das denn verdient hat. Ich hoffe doch, ich hab's. Ich muss mal schauen, aber so viel Schokolade möchte ich gar nicht mehr. Ich setze eh schon so ordentlich zu. Braucht man ja. Ja, was hatten wir gehabt? Das Waldbad. Ja, dort war Arbeitseinsatz gewesen. Der Vorstand bedankt sich bei allen Helfern, die die Gräben ausgeschachtet haben für die Klingeln. Die sind mittlerweile verlegt, die Kabel, und schon wieder fast zugeschüttet. Alles muss natürlich noch pfleglich gemacht werden. Es war ein bisschen gefroren. Ich war am Samstag mit da und wie man hier sehen kann, habe ich die Sache auch mal ein bisschen mit Video beobachtet. Ab und zu auch mal eine Schippe angefasst. Jedenfalls sind die Klingeln für die Kinderwagen auf der Innenseite dann verlegt und es naht der Termin für den Weihnachtsmarkt am 14.12. Da geht's so richtig los. Das Team vom Waldbad freut sich schon auf die vielen, vielen, vielen Gäste, die da wohl kommen werden. Dann möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, auf den Workshop von der Gabi Bentschneider und zwar am 7.12. von 9.30 Uhr bis 12 Uhr im Gemeindehaus in Borkheide. Da geht es ja um die neuen Stoffwindeln, die sie da vorstellen möchte und was das für einen Sinn macht für alle die, die noch Wegwerfwindeln benutzen. Vielleicht lassen die sich ja animieren, umzusteigen. Zumindest ist das für die Eltern mit Kindern oder Menschen, die sich für Stoffwindeln interessieren. Wie gesagt, am 7.12. von 9.30 Uhr bis 12 Uhr im Gemeindehaus Borkheide. Und dann geht's weiter und zwar 2. Advent der Borkwalder Weihnachtstreiben. Und das Ganze findet im Tippidorf Brücker Weg 1 bis 2 statt. Und dort gibt es Basteln, Vorlesen, Musikschule, Fröhliches, dort Waffeln, Kaffeekuchen, warmer Apfelsaft, Glühwein, Grünkohl mit Knacker, Bratwurst vom Grill, Gestecke, Geschenke, Lagerfeuer und einen Überraschungsgast. Ja, wer das dann wohl ist. Das Ganze, wie gesagt, am 15., am 2. Advent, am Sonntag ab 15 Uhr im Tippidorf, Zugang Brücker Weg 1 bis 2. Jetzt sind wir mit den Themen durch. Jetzt kommen wir schon zum Fußball. Fußball war diesmal hier in Borkheide gewesen. Der BSV 90 gegen Eintracht Lindow 2. Und ja, es gab lecker Glühwein und natürlich, was heißt natürlich, eine Niederlage. Nicht ganz so schön. 1:3 hat Borkheide verloren. Es hätte tatsächlich anders ausgehen können. Ich glaube, der Glühwein hat uns das ja etwas versüßt. Die Trainer waren nicht so angetan, haben doch den Jungs mal, glaube ich, die Meinung gesagt. Wir werden mal sehen, was passiert. Aber auf jeden Fall haben wir hier erstmal die Meinung der Trainer von Eintracht Lindow als Gast und unserem Markus. Bitte. Hier in Borkheide heute bei dem grausligen Nebel. Wir hatten Schwierigkeiten, die Tore zu sehen hier, weil hier qualmt es überall. Wir haben hier Lindow zu Gast gehabt, hier den Trainer, den Sven von Lindow und Markus natürlich von Borkheide. Sven, wie siehst du das Spiel? Ein hart umkämpftes Spiel, härter als gedacht. Wir haben hohen Tribut zahlen müssen für den Sieg. Letztendlich haben wir gewonnen. Alles in Ordnung. Für euch? Für uns, ja. Ja, wir haben verloren. Markus, cool. Ihr habt verloren. Ja. Ja, jetzt muss ich mal sagen, ich habe ja keine Ahnung von Fußball, wie ich immer wieder betone. Ich muss sagen, ich fand das Spiel von Borkheide gar nicht so schlecht. Wir hätten das Spiel tatsächlich gewinnen können, würde ich mal so sagen. Hat uns natürlich Lindow nicht einfach gemacht. Aber woran hing's? Eine Chancenverwertung, mehr braucht man dazu nicht sagen. Wir hatten, glaube ich, 10-mal so viele Chancen. Also ist übertrieben, aber 10 Chancen, von denen bestimmt auch 500% hier dabei sind. Die musst du einfach reinmachen, fertig. Also hier frei vorm Tor, genau da, wo die Kamera steht, muss man den Ball auch mal treffen dürfen und ins Tor schieben können. Dann hätte es 2-2 gestanden, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Und auch schon viel vorher hätten wir einfach die Tore machen müssen. Das ist einfach der Punkt.
Also ja, so sehe ich. War ein gutes Spiel. Ja, war hart umkämpft, wie du schon gesagt hast, und war ausgeglichen im Mittelfeld definitiv. Aber was die reinen Chancen angeht, die man sich rausgespielt hat, dann sozusagen waren wir eigentlich im Vorteil, aber wir haben sie nicht gemacht. Ja, würde ich auch so sehen. Das Spiel war so sehr, wirklich sehr ansehnlich. Es wurde auch ein bisschen gehackt, würde ich so sagen. Und manchmal, jetzt habe ich keine Ahnung, aber ich muss sagen, so manche eine Entscheidung fand ich ein bisschen kritisch. Jetzt weiß ich nicht, ich meine, ich glaube, die Trainer sehen es immer unterschiedlich, entsprechend ihren Mannschaften, Sven. Ein Spiel ist nun mal, Fußball ist nun mal auch ein körperbetontes Spiel. Ist in Ordnung. Ich denke, viel hätte der Schiedsrichter von vornherein unterbinden können. Zieht er bei uns, wie auch bei Burkheide, in einem oder anderen Zweikampf mal eine gelbe Karte, gleich am Anfang. Rudert es nicht so aus. Ja. Blöde Frage nochmal. Ihr kanntet Burkheide vorher nicht, oder? Also ich spiele schon über 20 Jahre Fußball. Ich bin tatsächlich das allererste Mal auf dieser Anlage. Also wir wussten, damit Burkheide letztes Jahr genauso wie wir aus der zweiten Kreisklasse aufgestiegen ist. Burkheide gut gestartet ist in die Saison und irgendwann kam der Bruch. Ich kann da meinem Kollegen auch nur beipflichten. Nach dem 1-1 steht Burkheide zwei oder dreimal völlig alleine vor unserem Kasten. Wenn da die Tore fallen, gehen wir hier als Verlierer vom Platz. Ja, ich muss auch sagen, dass Burkheide natürlich nicht nur letztes Jahr als zweite Kreisliga das erste Mal in Erscheinung trat. Die waren tatsächlich das erste Mal da. Vorher gab es sie gar nicht mehr, 6 Jahre lang. Wir sind dann erst wieder durch, überhaupt in Erscheinung getreten und aufgestiegen. Jetzt kam natürlich das Problem dazu, dass wir überhaupt keine Verstärkung aus anderen Mannschaften haben. Wie siehst du das eigentlich? Das gleiche Problem haben wir auch. Wir haben auch keine Verstärkung aus anderen Mannschaften. Man muss festhalten, wenn ihr euch nach 6 Jahren wieder neu strukturiert habt, gebt euch einfach Zeit. Ich meine, Burkheide ist ähnlich wie Werder oder Glindow, eine Gemeinde, die aus allen Nähten platzt, aufgrund der Nähe zu Berlin. Ich denke mal, die Anlage als solches, schöne Anlage, ihr hier mit eurem YouTube-Kanal, ihr tut alles dafür. Gebt euch einfach Zeit und dann sehen wir in 2-3 Jahren, wie es dann aussieht. Was sagst du? Ja, genau das ist es ja. Wir wollen ja auch, war ja nie davon die Rede, dass wir jetzt irgendwie durchmarschieren. Also Burkheide ist ja nicht so, dass man irgendwie gesagt hat, Mensch, die waren noch vor 6 Jahren noch in der Bundesliga oder so. Also klar, wir wissen, dass wir ähnlich wie andere Gemeinden die Schwierigkeiten haben, die Leute halt und eine große Mannschaft zusammenzukriegen. Da muss man ein bisschen kämpfen. Andere haben da etwas mehr Glück mit zweiten, ersten, dritten Mannschaften oder so und können da vielleicht ein bisschen mehr hin und her schieben. Das heißt aber nicht, dass es nicht funktioniert. Das geht schon. Ein bisschen Jugendarbeit, die bei uns auch kommt. B-Jugend haben wir und so halt mal, wenn die dann A und wenn wir das nachschieben, alles dahinter, dann hast du auch in 3-4 Jahren dann auch ein bisschen was aus der Jugend nachkommt und dann funktioniert das auch und Zuzug ist da, ganz genau, und dann kann man auch ein bisschen was aufbauen. Das ist auch nicht das Problem, warum man vielleicht jetzt ungeduldig ist oder so. Das ist nicht das Problem. Aber wir sind tatsächlich verwöhnt und Matze will, dass wir Schluss machen, aber wir stehen hier tatsächlich, diskutieren immer noch über dieses ganze Thema. Matze meint, er könnte nicht genug Bildmaterial einfügen, aber ich denke tatsächlich schon, dass das auch irgendwo eine Rolle mitspielt, weil wir sind tatsächlich erst seit gut einem Jahr im Geschäft wieder mit, müssen uns sortieren. Und was ich immer wieder sage, wir dürfen natürlich die Mannschaft nicht fallen lassen, nur weil sie jetzt 3-mal verloren hat oder vielleicht auch noch ein 4. Mal, ich weiß es nicht. Wir wollen es nicht hoffen. Wir sind verwöhnt worden von einem Durchmarsch in der ersten Spielersaison und das dürfen wir uns nicht angewöhnen, oder? Nee, alles gut. Also na klar sind wir auch ein bisschen verwöhnt worden durch die letzte Saison. Das ist ja auch super, dass das Spielermaterial offensichtlich da ist, was nicht in die zweite Kreisklasse gehört. Und dann hat es auch gut in der ersten Kreisklasse angefangen. Aber ja, ich weiß nicht, wer verwöhnt ist, wir nicht. Wir gucken einfach von Spiel zu Spiel und gucken, was wir hinkriegen. Im Moment läuft es nicht ganz so richtig. Da gibt es mehrere Gründe für. Nichtsdestotrotz, auf das heutige Spiel bezogen, standen genug Leute da, die auch Stammelf spielen würden, selbst wenn die Verletzten da wären. Und entsprechend haben wir ja auch ein gutes Spiel gemacht. Kann man ja jetzt erstmal gar nichts anderes sagen. So, grundsätzlich war es ein gutes Spiel. Ja. So. Ja, würde ich auch sagen. Grundsätzlich war es ein gutes Spiel. Wir sehen uns wieder am nächsten Wochenende, am Sonntag natürlich wieder. Diesmal allerdings wieder nicht in Burkheide, sondern in Werder. Mhm.
gegen Werder. Das macht Sinn, ja. Und 14 Uhr, ist das noch korrekt? Ich komme immer mit den Zeiten durcheinander. Jetzt war es auch wieder um 13 Uhr. Ja, wir hatten angeregt, dass wir auch 14 Uhr spielen wollen, selbst in der Wintersaison. Aber offensichtlich wurden wir trotzdem wieder mit 13 Uhr angesetzt. Müssen wir nochmal nachfragen. Ich vermute, dass es bei denen 14 Uhr ist. Ja, ich weiß es jetzt noch nicht, muss ich nachgucken. Schauen wir mal. Also schaut rein bei Fußball.de. 12:45 Uhr, viel früher. Was? Ja, es ist irgendwie 12:45 Uhr, glaube ich. 12:45 Uhr. Ich komme ja selber durcheinander. Hier kriegen wir überhaupt keine Sortierung mehr rein, wann das überhaupt geht. Ich werde ja manchmal sonntags erst nur um 12 wach und muss um 13 Uhr auf dem Fußballfeld sein. War cool. Ich wünsche euch viel Glück weiterhin in der Saison. Herzlichen Glückwunsch für den Sieg. Dankeschön. Sven. Auch wenn uns das nicht gefällt. Ja, beim Fußball kann es halt nur einen Sieger geben. Was für Witze. Danke. Bis nächsten Sonntag in Werder. Das stimmt schon mal. Ciao. Alles klar. Ja, dann drücken wir mal den Jungs vom BSV am nächsten Sonntag nochmal die Daumen. Da sind sie in Werder unterwegs. Das ist das letzte Spiel in der Hinrunde. Danach ist dann bis Ende Februar spielfrei. Da können wir uns so auf die Winterspiele freuen. Hoffentlich gibt es ein bisschen Schnee und dann kann man vielleicht mal ein bisschen Langlauf machen oder sowas oder wie auch immer, auch mal eine Schneeballschlacht. Jedenfalls war das Spiel jetzt nicht so begeisternd für unsere Trainer. Wir schauen mal, was da so kommt in der Rückrunde. Jetzt machen wir es mal kurz. Matze hat zum Wetter nicht allzu viel zu sagen, nur dies hier. Hallo Lutze, hallo Borgheide, hallo Welt. Ich mache mal schnell, da Fußball etwas länger war heute in der Sendung. Wetter für die kommende Woche 7, 4, 5, 4 Grad. Das sind so die Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Temperaturen. Donnerstag Nacht, Nachtfrost möglich. Deswegen Vorsicht am frühen Morgen, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid. Und Richtung Freitag kann dann auch mal der ein oder andere Regenschauer noch vorbeikommen. Viel mehr machen wir heute gar nicht im Wetter. Kommt gut durch diese Woche. Tschüss. Ja, vielen Dank, lieber Matze. Das war's jetzt auch schon wieder hier bei Borgheide News TV. Ich denke mal, wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Was da alles gewesen ist, erzählen wir euch dann. Bis dahin, wie immer hier vor der Kamera, euer Lutze. Und tschüss.